Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf der Erlengrad. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und hier mit dabei bist. Ja, heute werden wir Butter verkaufen und natürlich auch hier die Eier. Und ich war natürlich auch wieder fleißig gewesen und habe hier hinten die Wiese abgemäht und habe natürlich auch gleich wieder Silageballen gewickelt. Wir sehen es hier, das sind schon wieder einige. Gut. Ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal los, werden jetzt unsere Butter und die Eier verkaufen und später fahren wir dann nochmal los zu der Scheune und werden da noch Grassilage verkaufen. Gut, dann steigen wir mal hier ein, starten jetzt auch gleich den Motor, machen jetzt hier noch die Tür zu und dann würde ich sagen, starten wir jetzt erstmal los und zwar werden wir das Ganze verkaufen beim Supermarkt. Da ist momentan der Kurs ganz gut. Und da bin ich schon mal gespannt, was wir hier so rausbekommen. Für unsere Eier und natürlich auch für die Butter. So. Ja, und momentan ist der Kurs bei der Grassilage bei 243. Also ich würde mal sagen, es ist kein schlechter Kurs. Aber auch nicht so der allerbeste. Deswegen denke ich mir einfach so, ja, bringen wir einfach ganz viele Grassilageballen hin. Vielleicht ändert sich ja der Kurs auch nochmal am nächsten Tag. Ich hoffe ja, der geht noch ein bisschen weiter hoch. Und ja, wir schauen einfach mal, fahren in der nächsten Folge nochmal Grassilage zur Scheune und versuchen unseres Glück, dass der Kurs nochmal ein bisschen gestiegen ist. Gut, aber jetzt schauen wir erstmal, was wir jetzt hier so rausbekommen. Der Kurs für die Eier ist momentan eigentlich ganz gut, also da dürfte heute einiges rauskommen, was wir hier verdienen. So, dann fahren wir mal hier drauf. Schnallen wir hier noch schnell alles ab. So, schauen wir uns mal das Ganze ja genau an. So. Fahren wir einmal hier drauf. Ja, alles verkauft hat er jetzt gerade nicht. Und jetzt haben wir schon mal 13.269 Euro bekommen plus 996. Gut, dann werde ich jetzt hier erstmal aussteigen, weil er ja die eine Palette Eier hier jetzt nicht genommen hat. Und zwar habe ich ja den starken Bauer an. Da können wir jetzt hier die Palette einfach hochhalten. Dann schauen wir mal. Ja, da haben wir jetzt hier nochmal 7.968 Euro dazu bekommen. Und ich würde sagen, das hat sich heute auf jeden Fall gelohnt hier. Und jetzt werden wir gleich nochmal zurückfahren auf unseren Hof. Wir wollen ja noch Grassilage verkaufen. Und ja, da bin ich auch mal gespannt, was da so rauskommt. Ich hoffe, ja, ich schätze mal so vielleicht an die 20.000 wird da auf jeden Fall rauskommen. Und wir sehen jetzt auch schon den Kontostand. 132.399, also das läppert sich ganz schön zusammen, würde ich sagen. Auch mit so Kleinigkeiten, da kommt schon einiges rum. So, schauen wir mal hier. Ja, alles frei. Und dann fahren wir gleich hier rein. So. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt, was hier jetzt noch rauskommt für die Grassilage. 24 Rundballen. Ich glaube, der Hänger ist auch gar nicht komplett voll. Also müssen wir nochmal auf die Wiese fahren und werden da nochmal ein paar Rundballen gleich aufladen. So, machen wir das Ganze gleich ab. Fahren hier einmal rum. Und hängen uns jetzt hier den Hänger erstmal an. So. Schauen wir mal. So, passt das Ganze.
Ja, wie viel haben wir denn jetzt hier drauf? Aktuell haben wir jetzt 16 Stück drauf. Also, da fehlen noch ein paar. Gehen wir auch mal in die Außenansicht. So, dann klappen wir hier wieder alles auf und werden uns jetzt hier die restlichen Ballen gleich noch aufladen. Ja, und die Wiese, die wächst auch schon wieder. Also da können wir auch schon wieder bald hier wieder die Wiese mähen. Ja, ich bin echt mal gespannt, was hier heute rauskommt bei die Grassilage. Wir hatten ja mal den Kurs gehabt, ich glaube 411 oder sowas. Und da haben wir ja schon fast an die 40.000 Euro bekommen. Jetzt ist der Kurs bei 243 oder 42 so ungefähr. Also schauen wir mal, was hier heute rauskommt. So, ein Ball noch, dann haben wir hier das Ganze voll. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt auch gleich los. Klappen hier das Ganze wieder zu. Gehen hier wieder in die Innenansicht. Ja, dann fahren wir jetzt erstmal los zur Scheune. Dort werden wir unsere Grassilage erstmal hinbringen. Und ja, wie gesagt, schauen wir mal, was hier rauskommt. So, hier ist alles frei. Können wir gleich weiterfahren. Ja, ansonsten, unsere Felder sind auch schon soweit fertig. Ihr habt es ja quasi mit entschieden, dass ich da Baumwolle anpflanzen soll. Und ja, momentan lasse ich das mal noch so ein bisschen, weil der Kurs momentan noch nicht so perfekt ist. Und ja, wir müssen natürlich auch die Maschinen uns ausleihen. Also da sollten wir schon drauf achten, wenn wir die zwei Felder ernten, dass wir dann auch einen vernünftigen Kurs haben. So, ja, blinkt mal auch mal ausnahmsweise. So. Ja, und jetzt schauen wir mal, was hier so rauskommt. Fahren wir einmal hier vorne rum. So. Und dann gehen wir mal in die Außenansicht. Platzieren uns hier jetzt ordentlich hin. Und einmal rückwärts hier. Gut, dann drücken wir die Z-Taste und laden hier das Ganze ab. Bin ich echt mal gespannt, was hier jetzt rauskommt. So, was haben wir denn bekommen? 19.628 plus 3.925. Also das, ja, ist jetzt nicht gerade viel, würde ich mal so sagen. Da wir das Ganze natürlich auch schon mal besser gesehen haben, vom Kurs her, auch vom Preis, was wir dann am Ende rausbekommen haben. Aber ja, ich denke mal so, die Masse macht's. Umso mehr Grassilageballen wir natürlich auch haben, umso mehr Geld verdienen wir natürlich auch. Auch wenn der Kurs momentan nicht so perfekt ist. Aber ich denke mal, das lohnt sich trotzdem immer noch, hier Grassilage zu verkaufen. So, dann fahren wir jetzt wieder zurück auf unseren Hof. Einmal hier rum. Ja, dann würde ich sagen, auf jeden Fall in der nächsten Folge schauen wir dann nochmal, wie der Kurs dann ist. Ob wir da vielleicht doch noch ein bisschen mehr Geld rausholen können für unsere Grassilage. Und ja, ich werde das soweit alles fertig machen. Ich werde den Hänger gleich wieder auffüllen. Den Schwader muss ich noch wegfahren. Den brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr.
Oder vielleicht behalte ich ihn auch. Erstmal noch. Schauen wir mal. Wenn die Wiese dann natürlich auch schon wieder fertig ist, dass wir da die Wiese auch gleich wieder mähen können, dann werde ich wohl den Schwader, denke ich doch mal, erstmal noch behalten. Vielleicht soll ich mir auch mal Gedanken drüber machen, ob ich den Schwader nicht auch kaufe, da wir ja den jetzt öfters mal brauchen. So, gehen wir hier nochmal in die Außenansicht. Ich werde jetzt hier noch ein paar Ballen gleich hier aufladen. Und wir sehen auch, es regnet momentan. Also kein schönes Wetter. Würde es heute auf der Erlengrad. Wir hatten ja schon mal so ein paar Folgen gehabt, wo es wirklich alle Folgen, also ich glaube so 3 oder 4 Folgen, nur geregnet hat. Also das kannte ich jetzt hier von der Erlengrad eigentlich sonst nicht so. Aber ja, ich hoffe, das ist nicht wieder so, dass es ein paar Tage lang regnet. Gut, hier den letzten noch erstmal. Und dann würde ich sagen, steigen wir jetzt hier nochmal aus. Und ja, das soll es auf jeden Fall gewesen sein von dieser Folge. Abonnier doch meinen Kanal und lass doch natürlich auch ein Däumchen da, wenn dir das Ganze gefallen hat. Ich bedanke mich fürs Einschalten und ich bin raus. Tschüss, macht's gut.